willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 meets Reality auf der Grünfelder Land. 1.5 und mal wieder am Grubbern bzw. Tiefenlockern. Ist ja unser Pachtfeld, aber ich möchte natürlich auch den maximalen Ertrag hier rausholen. Deshalb nehme ich die ganze Tiefenlocker-Geschichte auch auf mich. Und der Diesel ist ja am Ansehen bei sich auf dem Feld, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, ob wir... wir sollten dann vorher noch düngen. Dass wir Vollgas geben. Vor allem unser anderes Feld. Die 109 braucht Kalk. Okay. Brauchen nur Kalk. Aber das ist auch... Weiß nicht. Ob ich auf den Kalk vielleicht verzichte. Also warte mal. Was machen wir hier eigentlich? Warum fahren wir hier eigentlich onboard? Hier so. Was ist denn da los, ey? Eigentlich wäre ja das korrekt, ne? So. Ah, und das habe ich auch noch nicht gemacht. So. Jetzt passt's. So, jetzt sind wir angekommen. Ja, ich hoffe, dass die letzte Woche Pause euch, oder die wenigen Folgen euch jetzt nicht zu sehr abgeschreckt haben. Wir werden natürlich probieren, oder ich werde natürlich probieren, weiterhin täglich eine Folge Real Farming euch zu präsentieren. Eventuell kommen demnächst nochmal so ein bisschen andere Videos. Müssen wir mal gucken. Und jetzt bin ich erstmal hier, glaube ich, voll und ganz damit beschäftigt, das Feld zu tiefenlockern. Das wird lang genug dauern. Gut ist, dass wir das Unkraut auch gleich mit wegmachen. Schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und, warte mal, wir können weiterfahren. Muss mal gerade gucken nach der Palettenproduktion. Die produzieren, okay. So, ich muss mal jetzt gerade rausfinden, wie weit ich rechts fahren muss, dass er alles mitnimmt. Ja, die Kante vom Monitor, circa. Die Ecke vom Monitor muss auf der Kante von den Dingern sein. Okay. Gut, weil GPS haben wir hier noch nicht. Doch, warte mal. Alter, bin ich doof. Kein Versatz. Seine Linien. Dann kann man gucken, was haben wir hier, wie viel Grad? 120. 120 hört sich doch gut an. Jawohl. Speichern. Nee. Der macht ja gar nicht das, was es soll. Stimmt, weil wir hatten ja vom Jürgen hier GPS einbauen lassen.
Hatte ich ganz vergessen. Macht das Ganze doch schon Sinn. So, ich wollte nämlich. Volker, warum? Hallo? Jo, Volker, Diesel hier. Servus. Servus. Ich wäre jetzt hier gleich fertig bei mir. Müsste da noch einmal mit dem Düngerstreuer drüber jagen. Was würdest du bei dir auf die 109 und in Prittfeld haben? Weiß nicht, irgendwas, was Geld bringt. Brauchst du irgendwas? Ich bräuchte eigentlich wieder Vorräte für die Schweine und du halt auch für deine Hühner. Ja, aber die Hühner sehen doch noch gut aus, oder nicht? Guck mal bei meinen Ferkeln. 137 Weizen geht zur Neige, Soja geht zur Neige und Mais geht zur Neige. Dann machen wir bei mir Soja auf das eine Feld. Ja, bei mir habe ich Weizen. Das ist gut, das brauche ich nämlich auch. Und dann machen wir aufs andere. Soja können wir halt ernten, Mais nicht. Ja, das ist kein gut. Schneidwerk für. Kein Gebiss. Was brauchst du noch anstatt von Mais? Klee frisch. Könnten wir auch Klee auf ein Feld machen. Aber Klee, glaube ich, müssen wir mit dem Mähwerk ernten. Achso, mähen. Ja, aber das hatte Dings. Der Stefan. Ja. Stefan. Wobei das ein bisschen ungeschickt ist wegen meinem Pachtfeld. Da würde ich gern schon nochmal ein bisschen Gewinn rausziehen, sonst habe ich nämlich davon nichts. Schon richtig. Ja, ich glaube, dann sollte ich da ja nochmal Rocken oder Dinkel drauf machen. Okay, dann können wir ja gucken, dass wir bei mir das nächste Mal drauf scheppern. Aufs Feld. Ja. Gut. So, und wie geht's dir sonst so? Ja, alles gut. Hab endlich kapiert, dass ich auch GPS hier am Trecker hab. Hab ich gar nicht dran gedacht. Eieiei. So lange ohne gefahren. Ganz vergessen. Ja. So. Ja, macht das Ganze nämlich ein bisschen einfacher. Stimmt, der hält ja von alleine dann die Spur. Jo. Steht der nächste schon wieder außer Federn auf. Gut, ich bin jetzt hier noch ein bisschen am Tiefen lockern. Ich guck mal, wie weit ich komme. Wenn du die 109 fertig hättest und ich noch nicht fertig bin, würde ich an dich übergeben. Alles klar. Tiefen lockern. Jo. Dass ich dann nochmal nach den Produktionen gucken kann. Ja, mach das. Gut. Jetzt. Was macht der Müller? Der verkauft gleich meine Zwiebeln, weil ich brauche Geld. Stehe immer noch in der Miese. Und ich muss noch die Strafe zahlen und ich muss noch 900 Kredit zurückzahlen. Ne, Steuern. Okay. Und Kredit. Zurückzahlung. Ja, klar. Ich habe letzte Woche gezahlt. Ja, ich nicht, dass ich Minus stehe. Ups. Okay. Ja, kommt aber auch durch die hohen Mietkosten vom Holmer. Ja. Aber die kriegst du ja wieder rein. Ich würde sagen, durch die ganzen Zwiebeln. Ja. Aber wenn man knappe 400.000, knappe 40 Tonnen im Lager hat. Ja, das ist gut. Boah. Oder, nee, warte mal. Nicht 40 Tonnen. 400 Tonnen, Entschuldigung. Ja. Ja, ich muss mal auch mal gucken. Bei mir kommt auch demnächst nochmal Geld rein, wenn die Gemeinde die Kohle abholt. Jo. Mal gucken. Okay. Gut, bis dann erstmal. Bis dann. Ciao. Gut.
Ja, wie gesagt, wir müssen ein bisschen gucken. Dum, dum, dum. Was sind wir denn? Wo sind wir denn? Ich brauche eigentlich immer noch. Holzkohle. Den Wald. Den Wald brauche ich unbedingt. Ups. Jetzt habe ich die Spur verpeilt, glaube ich. Nee, kriegt man noch. Ja, wir müssen auch mal gucken. Servus. Servus. Ja, alles gut bei euch? Jo. Ja, ich ziehe jetzt gerade die letzte Bahn im Du auch hier? 10. Ja. Leute, wollen wir uns eigentlich mal Ende der Woche irgendwo treffen und mal einen trinken gehen? Können wir gerne machen. Ich habe irgendwie gehört, am See soll da so ein Kiosk oder so stehen. Am See? Ja. Also wenn man Jo. Wo soll ich denn dann die Zwiebeln dir hinfahren? Warte, ich kann gerade nicht ins Tablet gucken. Da steht gerade einer auf. Wollt ihr jetzt einen trinken oder nicht? Ja, gerne doch. Nur Äh, Zeit und Ort. dann treffen wir uns Freitag oder Samstag? Freitag. Freitagabend. Ja. Oder? Warte mal. Na. Natürlich eher Mittwochabend, aber schauen wir mal. Dann fahren wir mal zum Aldi. Oh. Treffen wir uns beim Händler auf dem Parkplatz. Gerne doch. Jo. Dann können wir. Hat einer ein Auto? Ich habe meins verkauft. Hab ich noch ein Auto? Ich Meine habe nicht, dass. Ich glaube, du hast deins auch verkauft. Aber ich glaube, wir können mit alle dreien beim Stefan in den LKW. Jo. Einer legt sich hinten aufs Bett, macht sich klein, dass der Polizist nicht sieht, das war's. Okay. Und einer sitzt hier auf dem Fahrersitz. Jo, dann passt's. Gut, dann treffen wir uns beim Händler noch später. Alles klar. Gut. Tschö. Ciao, ciao. So, ich hätte nämlich mal Bock, hier ein bisschen ein trinken zu gehen. Von dem her können wir das dann Ende der Woche mal machen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.